Alle zwei Sekunden sterben 10.000 Seelen. Wenn wir so obsessed sind mit McDonalds, wenn wir Schnitzel lieben. Das hat ja sterben, muss man's quälen und sehr lichtzig. Ist es wirklich wert, damit wir glücklich in sein Speck kriegen? Na, ich frag dich einfach, von Mensch zu Mensch, ist wirklich gerecht, dass wir den Tieren so ein Leben nehmen? Und sie nicht so umkennen, Hintergitterlein und ein Schmerz empfinden, der man niemals noch empfinden werden, weil wir trinken in so einem Milchcafé. Und nicht bedenken und sein ist nicht bewusst, dass wir so Mütter und ihre Kinder nehmen. Mit jedem Schluck werden Tränen vergossen und schreien mir nicht her, werden mir das Leid wegschaffen. Sein Leid im Arm, den ins Tränen und den Seifen zu vergessen. Aber was man schließlich wissen, damit frag ich dich, willst du wirklich so dein Leben weiterleben, wenn du Leben retten kannst jeden Tag? Denk drüber nach, was jeden Tag auf deinen Teller kommt und frag dich, muss es wirklich sein? Denk drüber nach, ist das doch ein einziger Weg für allem und für alle Ewigkeit? Denk drüber nach, weil die Welt so schwach ist und es so weitergeht morgen und heim. Denk drüber nach, denk drüber nach, denk drüber nach, seit ich alles, was ich so. Denk drüber nach. Denk drüber nach, eine Pandemie fliegt nicht einfach so von Himmel los. Sie kommt von dir, sucht dich bewiesen, obwohl sie uns gewarnt haben. Mit Covid ist nicht anders Vogel und die Schweinegrippe, SARS und MERS und Co. Kann alle auf der Lichtung, wenn's so weitergeht. War Corona Leier, Generalprobe, einfach Leier Test. Um zu sehen, sind wir in der Lage zu verstehen, was abgeht, dass alles zu dem Punkt kommt. Weil es noch schlimmer wird, wenn die Welt nicht so Vernunft kommt. Das wird schon nachher nicht fürs viele sorgen und sei sich nicht bewusst, warum ihr heint. Wirklich ins Remaschen trugen, soll es so sein für die kommenden Generationen. Aber seien's denn mal mehr, das wirklich verstanden haben. Was will ich damit sagen, die Welt ist nicht verdammt. Aber es liegt in unserer Hand, weil jeder einzelne Mensch hat die Kraft, sich zu fragen, für was er sich entscheidet jeden Tag. Also denk drüber nach, was jeden Tag auf deinen Teller kommt und frag dich, muss es wirklich sein? Denk drüber nach, ist das der einzige Weg für allem und für alle Ewigkeit? Denk drüber nach, weil die Welt so schön ist und es so weitergeht morgen und ein. Denk drüber nach, denk drüber nach, denk drüber nach, soll ich alles, was ich sag. Noch, weil wenn ich sag, dass ich vegan bin, nennt man mir ein Extremist, weil ich auf Eier, auf Fleisch und auf Milch verzicht. Dabei frage ich mich, was wirklich extrem ist, weil ist es denn normal, wenn man die Leute hirn wäscht, ich leih, weil Korn und drüber redet und die Gesellschaft als normal sieht, dass das Leben von einem Tier weniger wert ist als 5 Sekunden von Geschmack, den wir so lieben, während man ihn sagt, man bräuchte das alles zum Überleben. Aber ein Selbstsein ist schändlich nicht mehr als mehr Lügen für Profit und Geld und Macht, damit die oben ihr Geld kriegen. Aber ich glaub, dass man gleich einmal sein, es darum geht, sich zu fragen, wo ist die Empathie geblieben? Versteh mir nicht falsch, ich denk nicht, du bist ein schlechter Mensch. Die Welt hat leicht vergessen, was es heißt, ihre zu essen. Ich kann niemand ändern, nur jeder kann sich selbst fragen, für was er sich entscheidet jeden Tag. Also denk drüber nach, was jeden Tag auf deinen Teller kommt und frag dich, muss es wirklich sein? Denk drüber nach, ist das der einzige Weg für allem und für alle Ewigkeit? Denk drüber nach, weil die Welt so schock ist und es so weitergeht. So.